Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Star Trucker. Ich habe den einen Auftrag hier fertig gemacht und wir müssen jetzt dann den Lunar Link Auftrag hier annehmen. Der ist da weiter unten, 2 Kilometer entfernt. Und bevor wir das tun, würde ich gerne mal die Zelle für die Luft austauschen und Kern B. Und wenn dann hier dann A leer ist, dann können wir hier dann A noch tauschen. Das soweit als Plan. Okay, also Luft und Kern B. Kicken wir mal. Ich glaube, ich habe die hier drin. Jo. Okay. Hauptsysteme. Temperatur. Sauerstoff aus. Hauptsysteme aus. Okay, ich hoffe, es knallt jetzt nicht. Sehr gut. Und einmal voll rein. Perfekt. So, die rote Beleuchtung war eigentlich auch geil, ne? Ey, Devs, nur so eine Idee für die Zukunft. So Custom-Lichtprofile hier drin. Luft. Einmal raus. Oh nein, bitte crash jetzt nicht. Aber ich habe jetzt gerade meinen allerersten. Oh ne. Ein etwas größerer Schluck auf. Zum allerersten Mal. Ich lass die mal. Was steht draußen? Nee. Da könnte sie gegebenenfalls kaputt gehen. Ich mache immer noch so Kisten hier. Also, Hauptsysteme an. Sauerstoff an. Und dann sollte es erstmal wieder gut sein. Ja, perfekt. Gut. Aufträge. Den bitte markieren. Kurz draußen gucken. Jetzt würde er hier so rauscruisen. Perfekt. Okay, schauen wir, dass wir gerade werden. Da hinten ist sie. Besser. Oh, scheiße. Ja, wir haben hinter uns einen Truck. Wow, 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 wow. Fuck. Ah, ich hasse es. Nein, 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 bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Okay. Wir sind komplett off. Die Hülle hat es einigermaßen verkraftet. So, okay. War ja klar. Noch keine 5 Minuten in der Episode drin und schon hat es einen Unfall gegeben. So, Kollege, ich gehe mal da so unten vorbei. Jetzt bloß nicht nach unten fliegen. Södele, da haben wir unseren Anhänger. Okay. Andere Kamera. Soweit ist ja alles normal hier. Nochmal bremsen. Andere Richtung. Also. Doch, ist der. Ah.
wenig noch. Komm, 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 komm. Okay. Stickstoff. Wir gehen jetzt zum Sektor Atlas Prime. Lade Stickstoff in Bucht NL01. Okay, ja, soweit scheint es ja ganz normaler Auftrag zu sein. Aber ich mach mal die Kamera. Ah, irgendwann. Diese großen Dinger hier. Ja, weg mit dir. Hey, Moment mal. Muss ich über Medusa 6? Ja, und dann Atlas Prime. Kilometer in die Richtung. Sollen wir mal. Soll ich Querfeld ein? Komm, wir probieren es mal. Das könnte jetzt ein bisschen riskant sein. Ich sehe da gerade schon wieder einen Haufen Sachen hier herumfliegen. Holy shit. Das ist ein komplettes Minenfeld hier. Das war keine so schlaue Idee. Aber es ist eine Abkürzung. Einfach die Stelle. Okay, ich glaube, hier geht es jetzt einigermaßen. Ja, oh, 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 oh. Da drüber. Scheiße, der könnte jetzt vorbeischrauben. Okay, Schaden. Einen, sehr gut. Ah, shit, da haben wir jetzt diese Barken hier. Ah. Komme ich da irgendwie schön um die Ecke? Ja, ich glaube, das passt. So, Atlas Prime. Da haben wir uns jetzt ein bisschen Zeit gespart. Perfekt. Oh, was hat sie das? Okay. That's a little odd. Redirects aren't exactly unheard of, though. In fact, you often get a little something extra for the trouble of changing course. Yeah, das würde ich mal hoffen. Ist da hinten. Ja, jetzt schon mehrfach. Ja, lass mal ganz kurz Plan ansehen. Also Free Kings. Ja, okay, ja. Einfach direkt hinfahren. Ich glaube, ich mache das mal wieder querfeld ein hier. Ja, wir fliegen mal direkt darauf zu. So, warte mal. Ich muss das ja hier weglegen. Ach, schon schön. Wobei, ich hätte... Oh, 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 oh. Nicht daran knallen. Nicht daran knallen. Ja. Ich hätte aber gerne mal einen neuen Sektor. Ich könnte mir noch mal vorstellen, dass irgendwie mal so eine Mission kommt, wenn man hier... so Schrott einsammeln muss.
So. Das schaut eigentlich soweit ganz gut aus. Gehen wir mal ein bisschen nach unten. Und dann straight zum Tor hier in der Mitte. Ja, 36 Kilometer noch. Was war das denn jetzt? Ah. Geil, eingefahren. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, da wären wir jetzt wieder. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier gerade mit dem Spiel wieder abgegangen ist. Das ist echt ungewöhnlich. Bis jetzt hat es eigentlich einwandfrei funktioniert. Ja, meinst du, es wird dir jetzt noch was Besonderes passieren? Wenn ich das da so abliefer. Hm. Naja, wir machen das einfach mal ganz normal. Ist ja eh gleich da hinten. Trimmermäßig schaut es wieder gut aus. Moment mal, ist das einfach so mitten im Nix? Hä? Okay. Da muss ich aber anders hin. Es ist immer ein bisschen sehr süß. Und er fliegt mal da einfach durch, oder wie? So, Ender. Wieso einfach mitten im Freien? Okay. Fahrlässiges Fliegen, ja, du mich auch. Minus 90. Na, wird's eine 7? Ach man. Ja, sag ich ja. Jo, alles klar. Lass uns mal gucken. Tanktown. Da müssen wir mit Sour Candy mal quatschen. Das ist ihm auch noch nicht gewesen. Mal schauen, ob ich doch vielleicht einen Job dafür habe. Ja, ab zur Station. Ich würde jetzt auch mal wieder Sachen kaufen. Habe ich auch nicht getan. Oh, der kommt ein bisschen nah. Solomon. Ah, da unten sind die Aufträge. Einmal Nosedive nach unten. Okay, halten. Ja, und drehen. Also das einigermaßen passt, dass ich mit der Kamera das sehe. Nee, andersrum. Okay. Einmal ran. Ah.
was haben wir da? Emerald Junction, Onyx, Atlas Prime, Emerald Junction, Three Kings. Ich hab mal wieder so eine Lunar Link Lieferung. Soll ich die immer machen? Nach Atlas Prime, da muss ich eh auch hin. Three Kings. Ja, nochmal raus aus dem Menü. Also, wenn ich da hin will, Medusa 6, Emerald Junction. Emerald Junction wäre halt von der Distanz größer. Ich weiß nicht. Emerald Junction, Junkies. Gehen wir hier nochmal raus. Beziehungsweise, wer bringt denn hier am meisten Geld? 2,5. Das ist eh der da nach Emerald Junction. Three Kings, Emerald Junction. Ja, ich glaube, den nehme ich mal mit. Klassifizierung Fernstrecke. Okay. Das soll sein. Einmal abdücken. Dann als nächstes mal zum Shop, bitte. Vier Goodies. Genau der Platz, wo ich letztes Mal so lange gewartet habe. Okay, bremsen und ausrichten. Kommen wir da. Und retour. Mit, langsam mal. Da oben. Ein Stückchen noch. Yes. Gut, Rabatte, Energie und Chemikalien, minus 10. Könnte man günstig einkaufen, wir haben jetzt ja 2 verbraucht. Ich habe eine Ladung von 150. Chemikalien, das Lebensmittelgetränke minus 6%. Textilien sind wieder teurer. Ich glaube, ich kaufe da mal. Ja, wisst was? Die 2 Ladenbatterien können wir eigentlich. Hast du das? Ah. Cool. Die werden wir mal verticken. Und die werden wir mal kaufen. Kostet 1510. Nur bestätigen. Gut. Wollen wir das Zeugs mal raus? Beziehungsweise ich werde mal. Ne, das war's nicht. Du kommst mal wieder hier rein. Ich nehme die Kiste da gerade mal mit. Dann spare ich mir das hin und her laufen. Ne, ah, falsch. Geh auf, bitte. So, einmal da rein. Und einmal da rein. Und Sache erledigt. Okay, ich würde mal sagen, ich hole jetzt mal hier die Fracht ab. Ich fliege mal nach Emerald Junction und dann weiter Richtung Junkfield, glaube ich, war das. Und da sehen wir uns dann wieder, wenn wir dann nach Tanktown reinfliegen. Und dann schauen wir mal, was Sour Candy da für uns da so im Petto hat. Ich vermute mal wieder so einen illegalen Auftrag. Also, bis gleich. Sadale, da bin ich wieder. Wir sind kurz vor Junkfields. Ich habe momentan hinten nichts dran. Aber ich dachte, ich zeige euch das mal, dass hier steht, your ad here. Ich finde das irgendwie witzig. Also wenn ich es vorher schon irgendwo vorbeigefahren bin, dann habe ich es einfach nie gesehen. Aber jetzt hat bei der Einfahrt hier, das ist ein netter Humor. Okay, wir müssen jetzt nur noch zu Junkfields und dann können wir weiter zu Sour Candy.
Mal gucken, was sie für uns hat. Ich würde sagen, dann nehme ich euch jetzt gerade mal mit. So. Einmal schön mal meinen. Bremsen ihn. Perfekt. Ja, und leider haben wir halt ein bisschen Schaden hier. Weil ich gegen Sachen geflogen bin. So, wir müssen da links rüber. Hier ist echt ein Haufen Müll. Wo ist unser Jump-Punkt eigentlich? Ja, doch, da hinten. Stand vor dem Video. Es ist also noch kein neuer Patch rausgekommen seit dem Release. Ist es so, dass man hier im Weltall Boxen finden kann. Und die Boxen sind aber angeblich leicht verbuggt. Sprich, wenn man den Spielstand speichert und wieder ladet, dann ist der Inhalt von der Box weg. Ich hoffe, das wird gefixt. Ich meine, bis jetzt habe ich eh noch keine Box gesehen. Aber nachdem ich das gelesen habe im Forum, werde ich das erstmal nicht nutzen. Oh, auch. You're at here. So, Truck reparieren. Wenn die Werkstatt schon mal da ist. Oh, das wird wieder teuer. Oh, vielleicht können wir eigentlich gerade mal ein paar Upgrades installieren. So. Siddele, bitte reparieren. 1200. Oh, Kühlergrills. Es gibt unterschiedliche Grills. Die ja mal überhaupt nicht viel Geld kosten. Holy shit. Nee, das ist mir nicht wert. Motorhaubenverzierung. Ach, wie geil. Oh, das ist badass. Das kostet aber 8000. Oh, ja. Okay, ne, dafür spare ich noch ein bisschen. Oh, Auspuffe. Ich glaube, das wäre es mal wert. Das sieht gut aus. Ja, dafür gebe ich 2000 aus. Okay, Auspuff-Sensoren. Neugier. Speer, schau dich um. Sucher, kosmisches Wunder. Kommando. Vorausstürmen. Ich gebe das einfach mal ein bisschen Geld aus. So, ansonsten können wir hier nichts machen. Okay. Was hast du da für ein Problem? Wieso blinkt es da? Stufe 1, AN1. Da ist alles normal. Ja gut, ich ignoriere das mal. Siddele, raus hier. Wird dem Namen wirklich gerecht hier. Also gerade hier, denke ich mal, gibt es Sachen zu finden, weil so viel Müll, was hier rumfliegt. Das ist sogar verlassenes Tor da oben. Das ist ein bisschen ehemaliges Tor. Und eine Station. WRTG. Verbesserungen benötigen Wartung. Ah, ja, okay. Also für das in eine eigene Werkstatt rein. So, Tank down. Mal schauen, vielleicht doch mal den Tank dann auch noch ein Mech. Wunderbar. This is Dusty with a
Okay. Naja, also sprich nochmal einen neuen Auftrag machen. Das sieht aber geil aus hier. Mal kurz nach draußen. Ja. Gefällt. Wo ist unser Miet jetzt hier? Ah, da vorne. Und die werden auf jeden Fall beim Shop hier vorbeischauen. Auftragsbörse ist da hinten, da natürlich auch. Hey LJ, couldn't help but notice your shutters are buzzed. If you're between jobs and got the time, I could have a look at them if you want. Okay. Okay then, swing by my workshop. I'll see if I can't get them unjammed. And if I do, well it should open up a whole new world for you. And by a whole new world, I mean access to the solar provinces. Ja, bitte. Was ist ja das Teil hier? Das klemmt ja. Nice, neue Gebiete. Warte mal. Bergungsparke? Was ist da? Ich glaube, wir bleiben hier mal stehen. Okay. Schauen wir mal. Anzug. Hör zu. Was haben wir da für Goodies? Ich hoffe, der Anzug macht da mit. Von der Energie und Co. Was ist das? Boomshots. Wie kann ich das... Oh, Sprengstoffe. Okay. Kann ich das einfach da drin so ablegen? Geht das? Ah, oh, sag mir nicht. Die Temperatur, der kann mir erreicht ein gefährliches Niveau. Wüt? Okay. Ich schau mal schnell wegen der Temperatur. Was ist da los? Ah, wir müssen heizen. Okay, ich hab's mal auf heiß eingestellt. Wir gehen nochmal raus. Ich meine, das ganze Zeug kann ich ja verdicken. Wobei andererseits, ich glaube, ich fahr da mit dem Truck mal ein bisschen näher ran. Ups, Truck, hallo? Machen wir das einmal so. Du kommst mal mit. Oh, ich hoffe, das konnte ich in die Luft gehen. So. Was macht die Temperatur? Ja, wird wärmer. Okay, Außenansicht. Oh, schön nah dran. Ich glaube, das passt. Perfekto. Raus da. Also das wäre vielleicht auch noch so ein Ding, dass wenn man hier solche Sachen macht, dass man vielleicht eine Option hat, das Ganze hier in die Luftschleuse reinzutun. Beziehungsweise versuch's mal, ob ich das vielleicht irgendwie manuell machen kann. Sind die da wieder so... Aber ich habe die Option noch nicht mal zum Loslassen. Nee. Ich muss da rein. Okay. Das sieht wieder so nach einem Gastank aus. Nehmen wir dich mal mit. Bergbauladung.
Alles gefährliches Zeugs. Okay. So, zwei lasst ihr mich ja vermutlich nicht mitnehmen, oder? Nee. Aber geil, das ist eine Batterie. Wenn die jetzt auch noch eine Ladung hat, dann haben wir damit Geld gespart. Weil die würde ich nicht verkaufen. Okay. Das hat sich rentiert mit dem Sucher. Also gerade das mit den Batterien, wenn wir die jetzt öfter finden, dann wäre das natürlich hammergeil zum Geld sparen. Die Dinge sind einfach sackteuer. Gerade die mit der großen Kapazität. Was haben wir da unten? Anzug macht noch mit. Ich glaube, das ist Essen. Oh oh. Glück zum Truck. Fertig, Mahlzeiten. Das wäre vielleicht für Hardcore was, dass man noch essen muss und schlafen. Weil das Bett da drin wird ja momentan gar nicht genutzt. So. Wir hätten alles. Mal das Ganze mal hier verstauen da. Also vor allem die gefährlichen Sachen. Anzug mal wieder aus. Dankeschön. Propandank schon leicht beschädigt. So. Ja, ich glaube, das mache ich dahin. So, perfekt. Geil, eine 150er Batterie. Warte mal. Die kommt da rein. So. Besten Dank. Wie schauen wir eigentlich aus? Ich könnte eigentlich die eine Batterie da tauschen. So. Okay. Ab zur Werkstatt. Am besten so fahren, dass ich hier nicht antutz. Okay. Da hinten. Komm, 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 komm. Nach oben bitte. Dankeschön. Siddeley! Sour Candy! Okay. Okay, benutze den Klappladenhebel über den Kopf, um die Fensterklappe der Trucks zu schließen. Diese sorgen für zusätzliche Isolierung und sind notwendig, um extreme und rasche Temperaturänderungen in der Kabine zu verhindern. Benutze nach dem Schließen der Klappladen die Monitore, um zu navigieren, um eine. Nein. Ich muss dann blind fahren. Oh, wie geil. Probieren wir mal aus. Bewahrt bitte vor Popcorn zu werden. Ja. Been reading the mail this whole time, B? Most of my job is listening to you all chatter, so yep, the whole time. Anyway, Lucky J, I'm officially giving you gate permission for the stolen provinces. Yeah, geil.
Sprungvergabe für folgende Sektoren wurden erteilt. Oh, das sind ein paar. Ah, das ist alles hier oben. Oh ja. Das werden wir uns ansehen. Oh, sehr geil. Nice. Despite being deadly, those sectors are always so pretty. And Candy, while I've got you, this isn't about my overdue registration, right? Because I swear... No, but let's circle back to that later. Beryl wanted me to pass along a message. He's got that thing you asked for. Okay. Ooh, my thing. Look, all I know is he's dropping it at Heaven's Rest. Ugh. Why can't he just bring it to Tank Town? You really want me sticking my nose into you and Barrow's deal? Thanks for the info, GB. No problem. GB, signing off. So, LJ, ready to test those fancy new shutters? I'm like 87% sure they'll work as intended. See, I oh, yeah, like you. You're such an optimist. Now just head on over to Heaven's Rest. It's not too far from here. I'll stick around at the workshop and get things ready for the delivery. Ja, also zum Thema Werkstatt. Du bist jetzt keine offizielle Werkstatt, wo ich immer hinfahren kann? Wegen Reparaturen so? Hm. Scheint nicht so. Ja, passt. Dann wissen wir ja, was wir jetzt hier tun müssen. Ja, mal kurz anhalten. Ich werde zwischen den Episoden jetzt mal hier zum Shop hier hingehen, hol uns einen Auftrag, der eventuell entweder nach Gamma Valley oder nach Heaven's Rest geht. Und dann werden wir da hingehen. Ich möchte es dann mit diesem Sonnensturm dann sehen, dass wir hier da die Klappe herunter machen müssen. Und dann wird es spannend zum Fahren, wenn es dann nur hier über die Kameras geht. Hm, Blinddüsen. Wobei, wenn es unten ist, kann ich nach draußen? Ja gut, ich kann immer noch so fahren. Aber das wäre dann irgendwie cheaten. Hm, aber ich freue mich schon drauf. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst auch einen Daumen nach oben da. Und dann wünsche ich euch bis dahin eine gute Fahrt. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.